Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserer Witze-Reihe. Ja, heute möchte ich euch den dummen Ganswitz erzählen. Ja. Wir ja früher so nachts unterwegs waren zwischen 1 und 4, ja, mein Vater war ja Stoßbaron, ja, haben natürlich die ganzen Altstrich, die ganzen Szenetypen, Rode Heinze, Schimanko, Österreicher Toni, Altmar Franz, ja, Mitspruchbäder, wir haben die alte Garde noch gekannt, ja, und von denen noch Rotschläge gekriegt. Ja. Und da war der Altmann Franz, der war so ein Gentleman-Ganger. Ja, das können Sie in der Nationalbibliothek nachschauen, vielleicht ein bisschen nachgoogeln. Ja. Altmann Franz, der alte Altmann Franz. Ja. Und der hat immer gesagt, jeder Frau kann ein Süßchen ausziehen, man muss nur zum Lachen bringen. Und solche Sprüche hat er drauf gehabt. Ja. Und der hat auch so Suggestivwitze gehabt für Frauen, die Rihanna zwischen 1 und 4 so erzählt hat. Ja. Und so einen möchte ich euch heute erzählen. Ja. Nein, also, nein, war gerade wieder Auferstehungsfeier, nein, Himmel, nein, drei Tage Besäufnis, ja, nein, der Petrus hat den ersten Tag wieder Dienst, hat so einen gehabt, eine Aufnahme, ja, im Himmel, ja, so, ja, ist eh schon schlecht drauf, Frauentag ist auch noch Dienstag, Damentag, ne, Kamera, ihr wisst das von früher, ja. Nein, so, die erste Frau kommt und sagt, dann machen wir es kurz und bündig, weil ich habe heute nicht so die Nerven dafür. Ja. Sagt er, wie oft hast du deinen Mann betrogen? Sagt er, naja, mein Mann, der war selber ein Perl. Ja. Der ist so oft fremd gegangen, ja, das war nicht zum Aushalten, da habe ich auch meinen Schamstreuer gehabt. Ist doch klar, warum hätte ich darauf erwarten sollen, nicht? Bis der vom Puff ankommt. Nicht? Sagt er, ja, ja, ist schon gut, doch geh auf eine schwarze Wolke. Ja. Und die zweite kommt raus, sagt er, ah, du, machen wir es kurz, wie oft hast du deinen Mann betrogen? Ja. Sagt er, naja, schauen Sie, mein Mann hat im Alter schwer Zucker gehabt und auch mein Herzen und vier schon, das war alles nicht mehr Dings. Da hat er mir einen Hausfreund erlaubt und ganz ehrlich, Petrus, ja, manchmal hat er ein bisschen zugeschaut und zugeguckt. Nein, das ist schon zu viel Information, aber in Ordnung, geh auf eine weiße Wolken. Ja. Na, die dritte Rausch, daher gleich einmal, ja, wart gar nicht auf ihrem. Und wir brauchen es gar nicht fragen. Ja. Mein Mann war bis ins höchste Alter aktiv, ja, sexuell befriedigend, mit 90 Jahren noch unseren besten Sex erlebt. Ja. Sagt der Petrus, ist schon gut. Ja. Da hast du zwei Flügel und geh auf eine weiße Wolken. Sagt sie ganz voll drauf, hast du es jetzt, dass ich ein Engel bin? Brummt der Petrus, nein, dass der Leben lang eine blöde Gans warst. Ich sage, es geht in die Dutzende, mit dem der Altmann, mit dem an Frauen, mit dem der Altmann Franz da mit dem Witz Frauen abgelegt hat. Ich finde es ein lieber Witz, ja, dass der Leben lang ein Blätter ganz weiß. Ja. Alles Liebe, euer Christian. Tschüss, Papa.